Die heranrauschende Gefahr ist kaum zu erkennen. Da, wo das Meer am Strand von Fort Lauderdale so ein bisschen verwirbelt, da kommt tatsächlich ein Tornado auf die Menschen zu. Ein kleiner Tornado, aber einer mit großer Kraft. Und dann erfasst der Sturm die Hüpfburg, wirbelt sie herum und reißt sie bestimmt 6 oder 7 Meter hoch mit spielenden Kindern drin. Kleine Kinder flogen aus der Hüpfburg. Das Ding walzte dann hier alles platt und flog dann einfach weg, immer weiter. Die Hüpfburg flog ja bis über die Palmen. Ich habe Kinder gesehen, die da rausgefallen sind, ein Mädchen und ein Junge. Doch es sind 3 Kinder, die zum Spielball der Naturgewalt werden. Darunter die 6-jährige Shamoya Ferguson. Sie schlägt beim Sturz mit dem Kopf auf, bleibt über Nacht im Krankenhaus. Der 11-jährige AJ Dent bricht sich einen Arm, genau wie Shadiah Bryant. Das 5-jährige Mädchen stand Todesängste aus. Ich war da drin. Als die Hüpfburg plötzlich losflog, bin ich in den Dreck gefallen. Ich dachte, ich muss sterben. In dem Sturmchaos werden weitere Menschen verletzt, auch weil Bäume umknicken und sogar diese Basketballanlage aus Beton zerbröselt wird.